wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mich kurzsichtiger Blindfisch, dann stehen rechts von mir schon die Dipsticks Lüneburg auf dem Feld. Und rechts von mir. Und links werden sich dann wohl die Göttinger an die Base begeben, dem ist so. Ich habe ein T-Shirt, wo meine Titten reinpassen. So, meine Freunde. Es ist soweit, die Teams stehen an der Base. Jetzt, da haben wir einmal schön unsere Streifenhörnchen im Bild, die lieben Marshalls. Wir haben Marshall-Repertoire mit Bundesliga-Erfahrung, mit Mille-Erfahrung, mit langjähriger Erfahrung. Also ich glaube, Marshall-technisch sind wir heute wieder hervorragend aufgestellt, dank Herrn Steher. Die Mohawks spielen nach dieser Partie gegen Hannover Redemption. So. Die Marshalls bringen sich in Position. Die Herrschaften, die im Field liegen dürfen, stehen schon bereit. Ich kann es kaum erwarten, ich bin ganz wahnsinnig aufgeregt. So, da hat man eben gerade aus dem Off schon die ersten Huddles gehört. Also die Teams schwören sich auf die bevorstehenden Spiele ein. Beide Teams an der Base halten nochmal kurz intern Rücksprache, wie das Layout gespielt wird. Wir sehen die Dipsticks. Die Dipsticks haben letztes Jahr sehr gekämpft. Das war wirklich eine Berg- und Talfahrt für die Jungs. Ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen konstanter läuft. Sie können das gleich unter Beweis stellen. Wir können uns überraschen lassen. Ich muss mich hier mal ein bisschen verkabeln. Sonst wird das alles nicht. So. Wir warten jetzt sehnsüchtigst. Und da sind sie. Die ersten 10 Seconds in 2016 in der dritten Bundesliga laufen. Die Guns sind an der Base. Und es geht los. Alle Five Alive, so wie ich das sehe. Ballistics haben sehr weit aufgemacht. Die spielen das Mini-M, T-Pack, Corner. Den Tempel haben jetzt schon einen Spieler in der Snake. Die Dipsticks sind auch schon in der Snake. Oh, von den Ballistics ist der erste Spieler im W, im M. Wir einigen uns aufs M. Im M. T-Pack Corner wird nachbesetzt. Sie sind in der T-Pack 50. Schon fast. Die Ballistics. Oh mein Gott, der Paintregen hier ist furchtbar. Die Dipsticks verlieren Spieler. Corner ist raus. Der T-Pack-Spieler von den Ballistics muss leider auch vom Feld. Den haben sie furchtbar an der Brust erwischt. T-Pack-Corner ist noch besetzt. Der Tempel ist besetzt von Svea. Ich sehe bei den Ballistics drei Spielern. Ich sehe bei den Dipsticks leider gar keinen Spieler. Ich höre aber noch einen, also muss da noch jemand sitzen. Und zwar Snake Corner auf der Snake-Seite oder, nein, er war auf der Dorito-Seite, da steht aber leider unser Kameraturm, das konnte ich nicht sehen. Und damit, nein, beim Versuch, was anzugehen, ist ein Ballistik-Spieler noch getroffen worden. Sie sind noch zu zweit. Sie sind noch zu zweit, gehen jetzt über die T-Pack-Seite vor. Sie scheinen das Feld
Der letzte Dipstick-Spieler ist damit abgeflogen. Ballistics gehen buzzern. Wird gecheckt. Und ist clean. Damit gewinnen die Ballistics den ersten Punkt in unserer neuen Saison gegen die Dipstics Lüneburg. War ein sehr ausgeglichenes Spiel. Also wie ihr vielleicht gesehen habt, es ist viel Bewegung in den Spielen durch die begrenzte Paint-Anzahl. Die Spieler sind also mehr oder weniger gezwungen zu moven. Die nächsten Teams sind schon auf dem Feld. Hannover Redemption von links, Herford Mohawks von rechts. Wir lassen uns überraschen. 10 Seconds laufen. Und go. Hannover Redemption. Five alive. T-Pack Corner. Das Dorito, der Tempel, beide Tempel, das Dorito und das Mini-M. Herford Mohawks sind direkt ins M durchgestartet. Das ging sehr flott, haben meiner Ansicht nach noch keinen Spieler verloren. Sind auf der T-Pack-Seite. Und es ist so, wie ich gesagt habe, Hannover Redemption sollte niemand unterschätzen. Die spielen den straffen Ball, halten die Lines, haben sich noch nicht bewegt, spielen ihre Deckungen runter. Bei den Mohawks genau das Gleiche. Keine Bewegung auf dem Feld. Da sieht man es schön, sie sind im M zu zweit, wenn ich das jetzt richtig sehe. Da liegen schon die ersten Pötte daneben. Man kann im Endeffekt zweimal nachpotten und dann wird es richtig eng. So, Redemption geht jetzt vor. Jetzt sind von beiden Teams Spieler im M. Das ist immer eine Situation. Die Spieler haben sich anscheinend gekonnt zugleich rausgeknipst. Hannover Redemption steht hinten immer noch sehr kompakt. Sie sind jetzt zu dritt auf der T-Pack-Seite. Oh, da haben sie den. Da ist die Zeit abgelaufen. Das war ein langer Punkt. No point. Oh, wir haben hier heute ein rasantes Tempo. Die nächsten 10 Seconds sind angezählt und wir sind wieder bei den Dipsticks gegen Ballistics. Seitentausch, Ballistics jetzt von rechts. So, Dipsticks machen weit auf, sind im M, sind in der T-Pack Corner, im Tempel, im Mini M und im kleinen Cake in der Snack 1, so wie es aussieht. So, von den Ballistics kann ich leider, da gehen die ersten beiden Spieler, G2, Dipsticks, komplett alive, so wie es aussieht. Der Snake-Spieler ist jetzt vorgerückt, der Spieler im M immer noch alive, der wechselt jetzt die Seiten. Ich gebe zu, das M muss schwer zu spielen sein. Ich stelle es mir sehr brutal vor, ich habe es mir angeschaut, da muss man schon Eier für haben. Ballistics verschneiden den nächsten Spieler, G3. Das könnte, wenn die Dipsticks das jetzt sauber runterspielen, könnte das schon der Ausgleich werden. Die gehen jetzt über die T-Pack-Seite vor, sind weit vorgegangen. Und auch hier ist die Zeit vorbei. Towel. Da wurde Towel geworfen. Was bedeutet? Die Göttinger haben das Towel geworfen, also steht es da jetzt tatsächlich 1-1.
Und die Mohawks sind wieder dran. Und der Headref ruft die 10 Seconds aus. Also ich kann mir das einbilden, aber ich glaube, die Refs sind ein bisschen dünn besetzt. Kann aber auch täuschen. Und da geht's auf alle Fälle los. So, die Mohawks jetzt direkt durchgestartet mit 2 Leuten ins M. Die wollen sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. G3, schon angesagt. Mohawks mit einem noch im M. Dann haben wir hinten im großen Tempel noch jemanden stehen. Und ich gebe zu, mehr sehe ich von den Jungs auch leider gar nicht mehr. Redemption auf der gegenüberliegenden Seite auch im Tempel. Das T-Pack. Und die Mohawks gehen jetzt über die T-Pack-Seite. Ich glaube, das ist der Olli. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs, der in den nächsten Monaten kommt. Und da hat er genau auf die Knarre gekriegt. Damit ist er out. Was bedeutet, die Mohawks sind jetzt, haben glaube ich nur noch einen Spieler auf dem Feld. Und der kriegt jetzt eventuell von hinten in den Rücken. Ja, da ist Redemption auf der anderen Seite am M vorbeigezogen. Und er geht nicht buzzern. Da war jetzt aber gerade ein Geschrei auf dem Feld. Die Jungs sind halt einfach noch ein bisschen überschwänglich. Der Spieler von Redemption, der im Endeffekt den Spieler von den Mohawks getroffen hat, ist nicht buzzern gegangen, weil die Gefahr zu hoch gewesen ist, dass er auch einen Hit hatte. Ja, aber wie schon gesagt, Redemption schießt hier ordentlich mit. Wir sind zurück bei Ballistics gegen Dipsticks. Die Dipsticks wieder von rechts. Die nächsten 10 Seconds. Und go. So, Ballistics jetzt sehr kompakt. Die bleiben hinten schön stehen. Der Spieler von den Dipsticks ist so ins M gerauscht. Man hat sofort wackeln sehen, was natürlich immer ein eindeutiger Indikator dafür ist, dass da jemand drin ist. Haben direkt einen Spieler verloren. Ballistics allerdings auch. Was bedeutet, dass jetzt noch die Tempel, der große Cake und das Mini-M besetzt ist? Die machen jetzt auf die T-Pack-Seite. Die Corner ist besetzt. Ich kann leider, und in die Snake, weit vor, direkt Snake 2. Ich kann leider nicht sehen, ob das M noch besetzt ist. Auf alle Fälle steuern die Ballistics jetzt direkt dran vorbei. Und er hat einen Spieler, zwei Spieler mitgenommen. Hat aber, glaube ich, selber... nichts abbekommen und scheint buzzern gegangen zu sein. Ich kann das jetzt gar nicht glauben, dass der da clean durchgegangen ist, weil das wirklich kriminell aussah, wie frei der da auf dem Feld gestanden hat, aber der Marshall hat die Hand gehoben. Unfassbar. Mehr Glück als Verstand gehabt. Oliver Böhm schlendert gerade hier vorbei. Hallo Olli. Also momentan scheint das Ding der Göttinger zu werden. Wir lassen uns da überraschen. Redemption wieder von links. Mohawks wieder von rechts. Und da geht's auch schon los. Redemption geht wieder direkt vor ins M. Funktioniert. Alle Pfeife live. Auf der gegnerischen Seite sieht es ähnlich aus, allerdings dieses Mal nicht im M. Die Herforder stehen ein bisschen kompakter. Ich muss jetzt an der Stelle, auch wenn es mir nicht leicht über die Lippen geht, einmal sagen, großes Lob an die Hannoveraner. Die Ansagen sind so gut. Man versteht die über den ganzen Platz. Sie sind schon in der Snake 2. Ref hat ihn clean gecallt, alles in Ordnung. Ich sehe
im großen Tempel einen großen Hintern bei den Mohawks. Wenn er da nicht aufpasst, kriegt er da ganz fies eine Line drauf. Er steht sehr ungünstig. T-Pack auch von den Mohawks besetzt. Und da geht Olli. Da schnurft Olli wieder vom Feld. Die Mohawks verlieren einen Spieler. G2, das war also schon der zweite. Da ist wieder der Wurm drinne. Redemption jetzt aus der T-Pack-Corner raus, eins nach vorne. Immer noch im M. Einmal über das ganze Feld aufgemacht, schön verteilt auf die Deckungen. G3 bei den Mohawks. Also eigentlich brauche ich hier gar keine Arbeit machen, weil die Hannoveraner so laut sind, dass sie eigentlich alles mitmachen. Snake ist auch raus. Und da hat der Herr Will schön ins Gesicht gekriegt, weil er nicht aufgepasst hat. Das ist im Übrigen der Team-Captain der Jungs. Ungünstig gelaufen. Da gab es anscheinend ein Taul. Die Buzzer-Anlage hier klingt ein bisschen kränklich. Also ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, aber ich kann es hier schön sehen. Hinter dem Moderationspavillon stehen die Spieler ganz gespannt und schauen zu. Also der Platz ist verhältnismäßig voll. Schön ist, dass sich hier auch ein paar neutrale Zuschauer eingefunden haben und zuschauen. Wir sind wieder bei den Dipsticks und den Göttingern. Dipsticks von links. T-Pack Corner ist direkt abgeflogen, was bedeutet, die Lüneburger sind nur noch zu viert. Ballistics müssten alle alive sein. Nein, da rennt der Eike los. Checkt. Der Spieler ist aber clean. Er sitzt. Nein, sie verlieren doch einen Spieler. Der Center ist noch alive. Mini M ist jetzt auch raus bei den Ballistics. Dafür scheinen die Lüneburger jetzt relativ safe zu sitzen. In den Tempeln. In der Snake 1. Die Lüneburger gehen über die T-Pack-Seite vor, sind jetzt auf der gegnerischen Seite, gehen auch ins M. Der Göttinger Spieler im Center hält da die Stellung. Oh, das ist sogar Svea gewesen. Und die Lüneburger gehen und machen einen Home-Run. Schön. Was? Ich habe ein Out gehört. Ach, der T-Pack-Spieler von Dipsticks ist noch outgecallt worden. Wir haben im nächsten Spiel wieder einen Seitenwechsel. Ten Seconds sind angesagt. Mohawks von links, Redemption von rechts. Und los geht's. Der Lars von den Mohawks ist direkt auf die T-Pack-Seite gegangen. T-Pack Corner auch besetzt. Die Tempel des Mini-M. Redemption steht hinten, sehr kompakt. Ich sehe, dass der Tempel besetzt ist. Sie machen jetzt auch auf die T-Pack-Seite auf. Der Spieler scheint live angekommen zu sein. Da habe ich ein sehr deutliches Out gehört. Was bedeutet, die T-Pack-Seite müsste jetzt unbesetzt sein. Ich sehe im großen Tempel ein Battlepack rausgucken. Das haben die Mohawks auch entdeckt. Und Lars bekommt im Versuch beim
in den T-Packs vorzugehen, die Schulter lackiert. Da war auf alle Fälle Extraliebe im Spiel. Mohawks noch zu dritt. Zu zweit. Nein, die müssen immer noch zu dritt sein. Ich kann. Jetzt habe ich das letzte Battle Pack entdeckt. Es sitzt im Mini-M neben dem Center. T-Pack Corner macht sich jetzt sehr klein. Redemption geht vor. Ist im M. Ist auch auf der T-Pack-Seite. Tippi 1 und Tippi 2 sind von Redemption noch besetzt. Redemption muss zu dritt sein. Jetzt wird die Paint langsam knapp. Man hört es, die Lines werden ein bisschen weniger. Die Mohawks jetzt im Tempel, im T-Pack, in der Snake. Auf alle Fälle wackelt sie extrem. Allerdings versperren mir da noch zwei Bunker. Ja, sie sind in der Snake 50. Gehen vorsichtig vor, sind jetzt in den Trees. Da passiert nicht mehr viel mit der Paint, da es jetzt wirklich eng wird. Das ist halt der Nachteil an dem M500-Format. Jetzt wird sich hier auf der Tipi-Seite nochmal ein heftiger Schusswechsel geliefert. Wir haben Olli direkt vor der Nase. Das M ist immer noch besetzt. Jetzt zählt hier jeder Ball. 500 Bälle. Olli hat leider auf die Finger bekommen. Man lässt sich nicht auf die Finger schießen. Der Mohawk-Spieler ist jetzt auf der gegnerischen T-Pack-Seite. Er hört seine... Tja, das haben beide Spieler nicht geschafft. Sie haben sich rausgenommen. Von Redemption sind noch zwei Spieler alive und auf dem Weg zum Buzzer. Und sie buzzern. Die Freude bei Hannover Redemption ist groß. Es war ein toller Start für die Jungs in die dritte Bundesliga und Mädels. Entschuldigung, für die Jungs und Mädels in die dritte Bundesliga. Ich muss sagen, ich gönne es ihnen sehr. Auch wenn ich im Herzen absoluter Mohawk-Fan bin. Durch und durch. Womit wir allerdings auch wieder zu dem Spiel Lüneburg gegen Göttingen kommen. Der Punkt davor war sehr lang. Dipsticks. Ja, das ist wahr. Unser guter Disco ist auch da. So. Ballistics, nur noch 4. G1 im T-Pack Corner. Dipsticks, das natürlich sofort registriert. Jungs, Ballistics besetzen die T-Pack Corner direkt nach. Lüneburg im großen Tempel auf der T-Pack Seite. Göttingen geht allerdings über die Snake nach vorne. Und da rennt ein Marshall quer übers Feld. Das kann eigentlich. Das wird ein One-for-One. Das erste One-for-One.
Bei Göttingen gab es einen One-for-One. Da wird ein Spieler einen Packtreffer bekommen haben und hat es nicht registriert. Und der Marshall hat sich natürlich genötigt gesehen, einen One-for-One zu ziehen. Die Dipsticks haben jetzt ganz gekonnt den Spieler der Ballistics in der Snake rausgenommen. Er hat es selber nicht clean geschafft. Er geht auch vom Feld. Dipsticks jetzt hier vorne auf der T-Pack-Seite. Er guckt Longline. Das wird jetzt sehr interessant. Er hat den Cornerspieler entdeckt. Kriegt aber auch Cross noch Feuer. So, jetzt muss er natürlich aufpassen, dass er das sauber runterspielt. Dipsticks noch zu zweit. Beide vorgerückt. Ballistics haben die T-Pack-Corner aufgegeben. Und da hat der Spieler auch schon gekriegt. Es ist nur noch die 5 da. Nur noch. Und da werfen die Ballistics ein Towel. Was bedeutet, der Punkt geht an die Dipsticks Lüneburg. Ja, Dinge hat uns letztes Jahr am letzten Bundesligaspieltag leider verkündet, dass er die Bundesliga nicht mehr moderieren wird, dass er sich da zurückzieht, was äußerst schade ist. Dingel ist ein sehr sympathischer Kerl gewesen, aber ich denke, der Rest der Crew wird das dieses Jahr auch ganz souverän ohne ihn gewuppt bekommen. Nichtsdestotrotz ist es sehr schade. Wir warten jetzt, da haben wir noch einmal schön die Pitcam. Da sehen wir die Mad Dogs Berlin, wenn ich das richtig sehe, die sich fertig machen. Ja, es sind die Mad Dogs. Die sind nämlich im nächsten Block dran. Wir warten auf den nächsten Punkt von den Ballistics und den Dipsticks. Die haben jetzt natürlich, da Redemption schon fertig ist mit Spielen, eine kleine Pause, damit die sich sauber machen können, nachpotten können, etc. etc. Die ersten Spieler sind schon wieder. Ich höre die Kassenglocken läuten. Was bedeutet das? Die gute Easy von Grey Cat Photography gerade hier an mir vorbei marschiert. Tutu. Easy mag Züge. Ja, die Easy mag Züge. Man mag es kaum glauben. Beide Teams scheinen wieder komplett auf dem Feld zu sein. Ich habe es mir gerade noch mal bestätigen lassen. Redemption hat die Hereford Mohawks einfach mal 4-0 abgefrühstückt. Unser Kameramann ist von den Mohawks, den muss das hart getroffen haben. Au, da wurde direkt nach dem Breakout bei den Ballistics sehr laut out geschrien. Ich glaube, es ist kein One-for-One gewesen. Die Dipsticks stehen mit 2 in M. T-Pack Corner, Tempel und Mini M ist besetzt. Infield Ref läuft los auf die Corner. Check. Ist clean. Ist clean. Zurück zu den Ballistics. Ballistics in der Snake. Der Center geht. Auf der Dipsticks im T-Pack sehr weit nach vorne. Die Ballistics haben jetzt schon einige Spieler eingebüßt. Ich sehe fast, dass die Dipsticks hier. Die Dipsticks verlieren jetzt den T-Pack-Spieler, rennen allerdings durch. Er wird noch outgecallt und ist Gott sei Dank nicht mehr buzzern gegangen. Das wäre nämlich ein Dirty Hang. Mein lieber Chris, ich weiß wohl, dass das M ein W ist, aber auch ich gehöre zu den Leuten, die lieber M sagt, weil W, W, W einfach furchtbar klingt. Zurück zum Spiel, die Dipsticks sind im T-Pack Corner und die Ballistics sind jetzt so weit vor, dass er praktisch in seine eigene Feldhälfte schießt.
Er darf sich da jetzt die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Die Marshalls müssen da doller aufpassen. Er ist schon sehr eingesaut mit Paint, da er sich massiv ins T-Pack reindrückt und es einfach schon mega vollgeschmatzt ist. Der Ballistikspieler sitzt praktisch in der Snake 2 von den Dipsticks. Ich kann ihn kaum sehen, weil er sich wirklich gut versteckt. Ich kann immer nur kurz mal ein Pack rausblitzen sehen. Und jetzt steht der Marshall so doof, dass ich ihn leider gar nicht mehr sehen kann. Das wird ein One-on-One. Das ist ein One-on-One. 60 Seconds werden von den Marshalls angezeigt. Jetzt heißt es Nerven bewahren. Nicht nervös werden. Kontrollieren, wie viel Paint noch da ist. Der Ballistikspieler hat den Dipstickspieler geschossen und geht buzzern. Also kurz vor knapp. Wirklich gut gemacht, war schön anzusehen. Leider hat der Dipstick-Spieler einfach Pech gehabt, Nerven verloren, kurz nicht aufgepasst. In einer One-on-One-Situation muss man da immer sehr fokussiert sein. Da geht's um die Wurst. Punkt Ballistics. Wir haben es gehört. Die Teams haben jetzt wieder kurz Zeit, sich sauber zu machen in der Pitcam bei den Ballistics. Sieht man, dass das alles ratzfatz geht. Da wird sich nochmal eingeschworen. Danke, Nana. Ja, ich bin für alle die mich nicht kennen, ich bin im Übrigen die Steffi. Die Marshalls kommen jetzt noch mal kurz zusammen, um das Doing zu besprechen. Es ist natürlich immer so, dass auch die Marshalls eine sehr eingeschworene Truppe sind, die eigentlich nur funktionieren aufgrund von guten Absprachen, klaren Strukturen. Der Headref muss seine Leute ab und zu mal zusammenrufen und fokussieren. Dies ist jetzt der Fall. Hat er getan. Viele von den Jungs reffen auch die Mille, sind daher sehr routiniert, sehr ruhig, kennen das Doing. Ich weiß leider nicht, nach welchen Mädels hier die Frage ist, nach welchen Mädels hier gefragt wird. Wenn ihr die Mädels meint, die spielen, dann ist dies schon der Fall. Die gute Svea steht bei den Ballistics an der Base. Weiße E4 wird wahrscheinlich wieder in den Center gehen, so wie ich das sehe. Hatte ich recht. Ballistics, Center, beide Tempel, Mini-M, T-Pack Corner. Die Dipsticks direkt weit vor. Da fallen allerdings die ersten aus. Der M-W-Spieler wurde ausgecallt, T-Pack wurde ausgecallt. Ballistics jetzt im M, T-Pack 50. Ballistics verlieren einen Spieler, Dipsticks verlieren den nächsten Spieler. Damit ist es bei den Dipsticks sehr dünn geworden. Ballistics schon sehr über die T-Pack-Seite nach vorne und haben das Spiel, glaube ich, jetzt hier irgendwie ratzfatz an sich gerissen. Das ging ja jetzt so flott. Also das war ja... Ja, also... Auf alle Fälle die gute Svea. Wie gesagt, bei den Ballistics Göttingen schön an der ganz weißen E4-Maske zu erkennen. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, die Svea nachher mal für ein, zwei Wörter hierher zu begeistern. Die Herford Mohawks spielen... Die Herford Mohawks haben jetzt 5 Blöcke Pause. So wie ich das sehe, haben die Ballistics das Ding jetzt gerockt.
hier geblowt wird, verabschiede ich mich einmal kurz in die Werbung. Wir haben den ersten Block hinter uns und sehen uns gleich wieder.